Hallo Angelfreunde, in diesem Video möchte ich mal auf die Hegene-Fischerei in Kombination mit der Nymphe eingehen und euch zeigen die Vorteile und die Vielfalt, wie ihr das nutzen könnt. Und das alles nach einem kurzen Intro. Vor ca. 26 Jahren habe ich mit der Renkenangelei Moränen bei uns in der Schweiz Felchenangelei angefangen und erst da wurde mir eigentlich bewusst das Potenzial von Nymphen, wie vielseitig die einsetzbar ist und der Nutzen. Nymphen gibt es in unterschiedlichsten Größen und unterschiedlichsten Formen, Farben und so weiter und Größen natürlich. Und die sind unterschiedlich gut einsetzbar, nicht nur für die Renken- oder Moränen, Felchenangelei. Ihr könnt die auch sehr gut benutzen, um Köderfische zu fangen. Braucht kaum Platz, ihr könnt das dabei haben und ihr könnt da die Köderfische fangen. Ihr braucht da nie Maden oder sonst irgendwas. Wenn ihr das dabei habt, könnt ihr euch das nur anhängen und nutzen. Ich persönlich stelle die Nymphen selber her, aber die könnt ihr auch als fertiges Produkt kaufen. Das bekommt ihr praktisch in allen Angelläden und so weiter. Für die Leute, die die Nymphen selber herstellen möchten, da empfehle ich euch, fangt mit Bodyglass an. Das ist einfacher zum Wickeln, da braucht ihr keine UV-Lacke, UV-Lampen und so weiter. Ihr braucht eigentlich nur einen Bindestock, Sekundenkleber und dieses Bodyglass. Und natürlich die Nymphenhaken braucht ihr auch noch. Oben im Bild seht ihr Bodyglass, das Material, das ist Gummi. So könnt ihr die Wicklung, die Dicke bestimmen. Wenn ihr das nicht zu fest wickelt, dann ist es dicker und nach unten wickelt ihr das straffer, dann wird das dünner, so bekommt ihr eine schöne Nymphenform. Aber eigentlich geht es mir jetzt auch nicht um die Herstellung von Nymphen, sondern um was ihr fangen könnt und wie ihr das nutzen könnt für euch. Ich habe hier mal ein paar Fischarten zusammengestellt, was ich in meinem Leben, in meinem Heimgewässer schon alles fangen konnte. Als Hauptzielfisch ist natürlich die Renke, Moräne oder Felche, konnte aber auch schon manchen kapitalen Barsch fangen mit der Nymphe. Sonnenbarsche habe ich schon gefangen bei uns. Ich habe schon Aalet oder Döbel, in Deutschland sagt ihr, glaube ich, gefangen. Ich habe schon Brassen fangen können, nicht unbedingt mein Lieblingsfisch. Ich konnte schon Rotfedern fangen. Ich habe aber auch schon Bachforellen gefangen im See, die da reinkamen. Ich habe schon Schleien fangen können. Das ist zwar eher eine Seltenheit, aber ist mir schon gelungen. Dann habe ich schon Rotaugen, Plötzen, glaube ich, sagt ihr da in Deutschland, fangen können, vor allem als Köderfische, fange ich die eigentlich hier am meisten. Und zu guter Letzt, man kann es kaum glauben, auch der Hecht geht auf Nymphe, da wurden doch schon einige kapitale Fische gefangen, über 1 Meter. Mein größter Hecht auf Nymphe, der ist eben, glaube ich, 94 gewesen. Aber wenn ein Hecht auf die Hegene, auf die Nymphe geht, dann hat man halt auch oft einen Abriss, weil da mit 20er oder 018 Schnürchen ist klar, das geht wie mit diesen Zähnen, macht Ping und dann ist auf die Hegene kaputt. Aber wenn ihr den schön in der Lippe drin habt, dann kann man die Hechte auch so mal fangen. Da braucht es einfach ein Quäntchen Glück dazu, dann geht das. Ich glaube, die Hechte gehen auf diese Nymphen, weil die das von der Babynahrung, wo die ganz klein sind, als Neugeboren, diese Larven fressen und irgendwie bei den Hechten das im Hirn bleibt. Und auch gern mal dazu packen, wenn da so eine kleine Nymphe
da vor denen rumtänzelt, dann nehmen sie das gerne auf. Die häufigst verwendeten Hakengrößen sind 12, 14 und 16. Ich persönlich verwende meistens 12er, aber auch 14er sind nicht schlecht, gerade wenn ihr Köderfische fangen wollt, funktionieren 14er schon recht gut. Oder wenn ihr ganz kleine Köderfische fangen wollt, für Barsche oder wo ihr nutzen möchtet, vielleicht für Zander oder so, dann ist 16 auch sehr gut geeignet, da das einfach die kleineren Fische noch viel besser aufnehmen können und ihr auch viel mehr kleinere Fische noch besser fangen könnt. Ich persönlich habe seit Jahren eigentlich nie mehr Maden oder so gekauft, um Köderfische zu angeln. Ich habe mir das die immer eigentlich nur mit der Hegene, mit der Nymphe gefangen. So, die hatte ich immer zur Verfügung. Wenn ich auf Mecholot da die Schwärme gefunden habe, dann ist das kein Problem, wenn ihr genug Fisch da habt. Wenn ihr da runterlässt, dann habt ihr in wenigen Minuten habt ihr eigentlich genug Köderfische. Das funktioniert eigentlich fast immer top. Gerade die Bootsangler, die haben natürlich da ein bisschen Vorteil, das ist klar, wenn ihr mit Hegene angelt, wenn ihr da die Futterfischschwärme auf dem Echolot suchen könnt. Aber auch die Uferangler können, je nachdem, wenn ihr von Steganlagen oder von Mauern oder und so weiter angelt, an Spundwänden oder so, was da ein bisschen tiefer ist, könnt ihr das auch nutzen, um euch so die Köderfische zu fangen. Es ist aber auch möglich, wie Dropshot mit der Hegene zu angeln. Nur müsst ihr euch immer auf dem Gewässer, wo ihr angelt, euch da genau informieren, wie da die Gesetze sind, weil die sind unterschiedlich. Dürft ihr, es gibt Gewässer, da dürft ihr die Hegene nicht werfen. Das muss man alles abklären, wie viele Nymphen dürft ihr an der Hegene haben. Es gibt Gewässer, da dürft ihr nur 3 haben. Es gibt Gewässer, da dürft ihr 5 dran haben. Das ist eigentlich Standard. 5, wenn ihr auch eine Hegene kauft, sind meistens 5 Nymphen dran. Aber da müsst ihr immer euch gut informieren, bevor ihr da mit Hegene angelt, wie da die Bestimmungen in dem Gewässer sind. Denn Nichtwissen, das schützt ja nicht vor Strafe und man sollte sich immer gut informieren vorher. Es ist auch möglich, in Kombination mit der Hegene mit einem Schwimmer zu angeln. Da gibt es auch extra entwickelte Schwimmer für die Renkenangelei. Die sind selbstlotend. Da verwendet ihr Gewichte zwischen 20 und 30 Gramm, könnt durch das auch sehr weit werfen und müsst so keine Tiefe einstellen, also durch das auch sehr gut geeignet für die Uferangler unter euch. Da braucht ihr dann ein bisschen eine längere Route, so 3 Meter oder so ist ideal, wo ihr auch schwerere Gewichte von 20, 30 Gramm gut werfen könnt mit der Kombination mit diesen Schwimmern. Wenn ihr vom Boot angelt, vertikal, dann könnt ihr auch eine leichte Spinnerute verwenden. Ihr braucht da nicht unbedingt eine Renkenrute, idealerweise irgendwo bei 2 Meter bis 2 Meter 30 Länge, da die meisten Hegenen zwischen 1,80 Meter und 2 Meter lang sind. Die Rute sollte einfach ja nicht zu hart sein, eher eine weiche Rute verwenden, wo da euch ein bisschen die Schläge austariert. Die Spitze sollte nicht zu hart sein, das macht einfach mehr Spaß. Ihr habt da mehr Gefühl, wenn ihr da die Bisse kriegt und auch den Fisch. Zum Drillen ist viel schöner, wenn ihr da nicht zu hart angelt. Wenn ihr euch eine Hegene kauft und gezielt eher auf Barsche angeln möchtet, dann schaut drauf, wenn ihr die kauft, dass ihr Rot-Schwarz-Kombination habt, schwarze Köpfe, roten Körper der Nymphe. Die fangen eigentlich sehr gut Barsche. Aber die funktionieren meistens auch sehr gut auf Renken. Auch die umgekehrte Kombination von schwarzem Körper, roter Köpfchen, die funktionieren auch sehr gut. Bei Renken habe ich oftmals sehr gut gefangen. Was eigentlich fast immer funktioniert, ist Violett mit schwarzem Kopf. Aber wenn ihr auf Köderfische oder so angelt, dann macht das auch durchaus mal Sinn, dass ihr eine gemischte
Hegenekauf mit unterschiedlichen Nymphen, dass da nicht jede Nymphe die gleiche ist, dass ihr dann verschiedene Farben habt. Das macht durchaus auch oft sehr Sinn und eine der Farben, die fängt meistens dann sehr gut. Wenn ihr da nicht die ultra leichte, feine Renkenrute habt, dann empfehle ich euch Gewichte zu nehmen, so circa 10 Gramm, wo ihr da unten anhängt an die Hegene, dann funktioniert das eigentlich recht gut. Zur Köderführung, wenn ihr auf Renken angelt, dann langsames Anheben, je langsamer, desto besser, auch wieder langsam runterlassen. Bei Barschen könnt ihr das Ganze einiges schneller führen, aber wenn ihr auf Köderfische angelt, dann sucht ihr so das goldige Mittelmaß. Auch wenn ihr da die Bisse kriegt, das reicht eigentlich, wenn ihr da mit der Rute ein bisschen beschleunigt und nicht da voll durchladet. Das wäre dann nicht so optimal. Wenn ihr auch schon Erfahrungen gemacht habt mit Hegenen oder schöne Fische gefangen habt, bei mir im Boot der größte Fisch auf der Hegene war 1,01 Hecht, gefangen von einem Gast von mir. Wenn ihr ähnliche Erlebnisse hattet oder sonst noch Fragen habt, dann schreibt doch das in den Kommentar rein. Wäre schön, wenn ihr mir einen Daumen nach oben geben würdet. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen von dem Video. Wäre schön, wenn ihr noch den Abo-Button drückt, für die, die das noch nicht gemacht haben. Wünsche euch dickes Petri Heil am Wasser, krumme Ruten und ich hoffe doch bis bald. Tschüss zusammen.